Willkommen zu meiner zweiten SCG hier in FIFA 23 und jetzt machen wir es einfach mit dem Rivalen von Schalke und zwar Dortmund. In der ersten SCG hatten wir jetzt ja Schalke, jetzt haben wir Dortmund genommen und wir haben die Mannschaft schon relativ gut umgebaut. Ich bin immer ein bisschen zu schnell hier. Wir gehen mal auf meinen Verein, also wir haben Gürpüz verkauft, Mori verliehen, Beyond Kittens verliehen, Pastak verliehen, Ubehound verkauft, Wolf verkauft, Asmund als Backup geholt, Skriniar geholt, im Tausch nur für Niklas Süle, Aller verkauft, Lacroix geholt, Cristiano Ronaldo geholt, weil da war ja das Gerücht, dass er oder dass er auch ja, in der Bundesliga angeboten wurde. Jetzt haben wir ihn einfach mal geholt. Elanga habe ich geholt und zwar im Tausch für Modest, weil United, also Manchester United nur einen Stürmer hatte, das war Ronaldo und deswegen habe ich ihn Stürmer zugeschanzt und habe dann Ronaldo geholt, Moukoko verliehen, Hummels verkauft, James geholt, Grimaldo geholt, Schulz verkauft, ja. Dann schauen wir uns einmal eben die Mannschaft an, gehen ins Teammanagement. Und das ist die Mannschaft im Moment aktuell. Malen umtrainiert zum Flügel. Reyna umtrainiert zum Flügel. Natürlich könnte man ja jetzt auch Adeyemi umtrainieren. Dann geht er, glaube ich, um 2 oder so hoch. Ja. Aber ich bin damit zufrieden. Wir lassen das jetzt erstmal so. Und so starten wir dann jetzt in die Saison. Auf der Hoffnung, dass wir weiterkommen, denn wir spielen jetzt schon Champions League, aber ich bezweifle, dass wir in der ersten Saison weit kommen. Aber gut, das werden wir im Winter sehen. Also, bis gleich. So, wir sind im Januar angekommen. Dann schauen wir doch mal. Sieg gegen Sevilla. Ja, Sieg gegen Sevilla. Sieg gegen Kopenhagen. Unentschieden gegen City. Oh, Niederlage gegen City. Niederlage gegen Kopenhagen und Sevilla, das sieht nicht gut aus. Aber im Pokal sind wir immerhin weitergekommen. Gegen Leipzig und Zwickau. Ich befürchte ja schon wieder ganz, ganz Schlimmes hier, ne? So, Tabelle sind wir Zweiter. Da läuft es tatsächlich relativ gut. Also nicht schlecht. Jetzt gehen wir mal auf die Champions League. Und wir sehen hier nichts und hier auch nichts. Das heißt, wir sind nicht dabei. Wir sind ausgeschieden als Dritter. Ja, die Mannschaft muss auf jeden Fall noch ein bisschen... Ja. Schauen wir uns einfach mal die Mannschaft an. Also, dass das immer wieder aufploppt, das ist ja ultra nervig. So, Malen richtig gut entwickelt. Guerrero um 1. Reyna auch sehr gut entwickelt. Ronaldo um 1 zurück. Adeyemi hat sich ein bisschen entwickelt, Schlotterbeck ist gestiegen, Skriniar ist gestiegen, James ist gestiegen, Kobel, selbst Brandt, Elanga, Hazard nicht, Dahoud, Lacroix haben gute Entwicklung genommen, auch Özcan ist um eingestiegen, Kraft, das war unser Jugendspieler, den habe ich umtrainiert zum Zehner und in der Fußballschule hat er jetzt schon 71, dann habe ich ihn umgeformt, ist auf 78 hochgegangen, ultra heftig. Ja. Das heißt, die Saison ist eigentlich schon gegessen. Da wird doch nicht mehr viel passieren. Vielleicht gewinnen wir die Euroleague. Ich bezweifle es aber. Ja, dann würde ich sagen, sehen wir uns am Ende wieder, denn ich glaube, es wird nicht wirklich viel passieren. 18 Millionen Budget. Falls wir doch noch einen Transfer machen, zeige ich euch das natürlich. Also, bis gleich. So. Wir haben uns nochmal verstärkt, da seht ihr es ja schon eigentlich auf der rechten Seite. Grafenberg kam jetzt zu 45 Millionen, weil da Hut den Verein verlassen hat. Der übernimmt jetzt die Backup-Position. Auf eine hoffentlich gute Entwicklung für die nächste Saison auch. Vielleicht dann im Doppelmittelfeld, also Bellingham und Grafenberg. Ansonsten ist jetzt noch Leao gekommen. Malen wird jetzt zum RF umtrainiert. Ja, dann hoffe ich mal, dass wir eine stabile Rückrunde spielen und schauen, wie weit wir in der Euroleague kommen. Und dann würde ich sagen, ja, sehen wir uns gleich. So, wir sind angekommen am Ende der Saison und wir stehen tatsächlich im Finale der Europa League.
Und deswegen gehen wir da jetzt auch gleich mal rein in die. Oh, das. Ich verstehe es nicht. Dass das immer wieder angezeigt wird, das ist. Ne. Kann ich nicht nachvollziehen. Oh, schon richtig gute Entwicklung hier. Guckt mal. Adeyemi auf eine 79. Ronaldo natürlich sinkt ein bisschen. Malen 85, Bellingham 87, Leao 87, Grimaldo ist hochgegangen auf 84, Schlotterbeck 85, Skriniar immer noch 88, James ist so geblieben und Kobel auch eine 86. Wir können uns ja gleich mal die Mannschaft im Detail angucken. Wir gehen jetzt einmal in die Schnellsimulation. Ich hoffe, dass wir gewinnen. Nein, es ist so bitter. Okay. Schade. Aber gut, kann man nichts machen. Ja. Dumm gelaufen. Wäre natürlich schön gewesen, wenn wir es gewonnen hätten. Aber naja, man kann nicht alles haben. Ich weiß auch gerade nicht, wo wir in der Liga stehen. Ja, kurz vorm Rauschmiss gefühlt, weil wir jetzt das Ding nicht gewonnen haben. Es ist so, dieser. Aber wir sind Meister geworden. Mit einem Punkt Vorsprung. Ja, also nächste Saison auf jeden Fall Champions League und dann müssen wir auf jeden Fall, ich denke mal, ein paar Baustellen angehen. So wie einen neuen Stürmer, vielleicht auch zwei neue Stürmer, ich weiß es noch nicht, aber einer auf jeden Fall. Grafenberg 81 ist gut, Reyna 81, Lacroix hat sich so gehalten, Schan 85, Kraft 79. Ja, damit auch ein bisschen was zu tun, vielleicht, ja. Vielleicht auch auf links noch was Neues, ich weiß es noch nicht ganz genau, aber auf jeden Fall ein neuer Stürmer. Das muss auf jeden Fall, dann würde ich sagen, sehen wir uns gleich. So, neue Saison, neues Glück. Wir haben ein Budget von 154 Millionen. Da muss ein bisschen was passieren in der Mannschaft, keine Frage. Ja. Ich werde mich mal ein bisschen austoben und dann sehen wir uns gleich wieder. So, wir sind am Transfer Deadline Day. Und es ist Tatsache ein bisschen was in der Mannschaft passiert. Aber wir gehen jetzt erstmal in den Transferverlauf. Übrigens, ja, ich habe ein Angebot für Bellingham und Skriniar bekommen, aber jetzt in der letzten Stunde, also da brauchte ich jetzt nichts mehr machen. Aber wir haben einiges getan. Und zwar, wir haben Gregor Kobel abgegeben, plus 30 Millionen für Jan Oblak. Ich hoffe, der Jan Oblak-Effekt, den gibt es jetzt mal wirklich bei mir hier. Dann haben wir Asmun und 20,2 Millionen eingetauscht für Isak, ein Rückkehrer. Morey ist gegangen, Elanga verkauft, Meier verkauft, Flecken als Nummer 2 geholt, Lodi als Backup geholt, Grimaldo verkauft, Knauf verkauft, Koulibaly verliehen, Lotka verkauft, Rote verkauft, Thiago plus, das war ja unser Jugendspieler, Kraft als Backup hat einen auslaufenden Vertrag gehabt. Guerrero haben wir abgegeben. Goretzka kam für 89,5 plus Özcan. Auf den Grund, dass wir halt Guerrero verkauft haben. Davies kam. Hier kam Navarrete, Ridder und Poli. Das sind einfach nur, weil ich Spieler unter 20 Jahren verpflichten sollte. Und so viele gibt es, glaube ich, gar nicht, die das Potenzial in dieser Mannschaft gesteigert hätten. Giovanni Reyna plus 20 Millionen und dafür kam Dembélé, der hat auch einen auslaufenden Spielervertrag, somit einen Rückkehrer nach Dortmund. Mal sehen, ob er sich wegstreikt wieder. Memphis Depay kam als zweite Sturmkraft für 37 Millionen auslaufender Spielervertrag. Wir haben richtig, richtig Geld in die Hand genommen und schauen uns mal die Mannschaft jetzt einmal an. Also Doppelspitze mit Ronaldo und Depay, dann haben wir Leao auf der linken Seite, Bellingham und Goretzka, Dembélé, James ist immer noch da, Skriniar ist da, Schlotterbeck ist immer noch da, Davies ist jetzt da, Oblak ist gekommen, Isak als Ronaldo-Ersatz, Adeyemi, der wird gerade umtrainiert zum rechten Flügel, damit wir da Ersatz haben, wir haben Thiago und Gravenberg als Sechser, Backups, Lodi als Backup, Schan als Backup und hier unten ist noch Flecken und Lacroix. Jetzt wird uns eigentlich noch, ich würde mal sagen, ja, ein Mittelstürmer-Backup für Memphis wäre ganz gut. Und vielleicht noch ein zweiter Innenverteidiger, also ein neues Backup für Lacroix. Denn der ist ja nicht mehr ganz so stark. Wir können ja mal schauen. Ich glaube, das war Büro und Finanzen.
Ausgegeben. Wir haben 436 Millionen ausgegeben. Krank. Na gut, dann würde ich sagen, springe ich mal zum 1. Januar. Wir haben Sevilla, wir haben Viktoria Pilsen und Olympique Lyon in unserer Gruppe. Also das sollten wir eigentlich schaffen. Aber wir schauen uns das gleich mal im Januar an und dann würde ich sagen, sehen wir uns gleich wieder. So, wir sind im Januar angekommen und dann schauen wir doch mal, wie wir gespielt haben. Ach du grüne Nonne. Unentschieden gegen Sevilla, unentschieden gegen Pilsen. Das ist. Kannst du dir nicht ausdenken. Niederlage gegen Lyon. Niederlage im Rückspiel gegen Lyon. Sieg gegen Sevilla, Sieg gegen Pilsen. Also. Ich würde mal schwer behaupten, dass wir in der Champions League raus sind. Das kannst du dir einfach nicht ausdenken. Wir führen zwar in der Liga, okay, aber Champions League dürften wir, glaube ich, doch, wir sind dabei. Wir sind Zweiter geworden, aber das war ja wohl haucheng. Boah. Ja gut, dann, ja, kennen wir ja, City war das, glaube ich, gerade, oder? Man City, auf die wir treffen. Ja. Es gibt leichtere Gegner. Na gut. Ich weiß nicht, ob jetzt noch mal was passiert oder nicht. Eventuell paar Spiele haben sich auch schon entwickelt, so wie Leao ist auf eine 89, Davies 88, Skriniar hat sich sogar entwickelt. Oblak. James ist gleich geblieben. Dembélé ist ein hochgegangen. Thiago ist auf einer 87, Lodi 83, Isak 83, Ronaldo nur noch 86. Ja, also wenn wir jetzt dieses Jahr die Champions League wieder nicht holen, dann müssen wir auf jeden Fall uns einen guten neuen Top-Stürmer holen. Schlotterbeck hat die 86 gehalten. Ich glaube, der Trainer lässt wohl eher Schand spielen. Lacroix ist auch noch hochgegangen. Adeyemi. Können wir, glaube ich, umtrainieren. Hat sich ja schon mal eine entwickelt. Ich denke mal nicht, dass er jetzt noch mal hochgehen wird. Rechter Flügel dauert noch 6 Wochen. Ach komm, das waren vorhin 2 Wochen. Egal. Gut, dann würde ich sagen, ja, entweder sehen wir uns am Transfer Deadline Day, falls noch was passiert, oder wir sehen uns dann im ersten Spiel gegen Man City. Also, bis gleich. Also, letzte Stunde in Transfer Deadline Day, damit wisst ihr, es ist was passiert. Und zwar gab es zwei Sachen. Donny Malen ging für 108 Millionen und dafür habe ich Ansu Fati geholt als Backup. Und James, ja, für 90 Millionen zu Paris und dafür kam Hakimi noch ein Rückkehrer für 87 Millionen. Obwohl James nur eine 85 hat und Hakimi eine 87. Mir soll es egal sein, ich habe es gerne mitgenommen. Ich wollte euch das nochmal zeigen und dann würde ich sagen, ja, sehen wir uns gleich im Spiel gegen Manchester City. Bis gleich. So, wir sind angekommen. Hinspiel im Signal Iduna Park, Achtelfinale. Borussia Dortmund gegen Manchester City. Und wenn man sieht, das ist natürlich eine phänomenal starke Mannschaft, obwohl Grealish und Mahrez, ja, sehe ich jetzt nicht ganz so stark da an den Außen. Obwohl Mahrez noch ein bisschen mehr als Grealish. Araujo auf dem Rechtsverteidiger, okay. Ja, dann wollen wir mal reingehen. Ich hoffe, unsere Mannschaft zeigt, was sie kann. Oh mein Gott, wir gewinnen 3-2 einfach. Ronaldo im Doppelpack und Memphis haut ihn hinterher. Foden und Haaland machen die Tore. Und dann sehen wir uns gleich zum Rückspiel. So, wir gehen jetzt zur Partie. Rückspiel im Etihad Stadium. Ja. Gute Chancen schon mal für uns. Da das Hinspiel 3-2 ausgegangen ist. Schlotterbeck auf die 87 hochgegangen. Richtig, richtig stark. Wir gehen rein. 2-2.
Somit ein 5 zu 4 in der Gesamtwertung und wir kommen einfach weiter. Memphis und Leao machen die Tore für uns. Und somit haben wir schon mal einen Favoriten rausgeschlagen. Dann würde ich sagen, sehen wir uns gleich beim nächsten Spiel. So, Achtelfinale sage ich schon. Viertelfinal, Hinspiel. Gegen Atletico Madrid. Es ist so dumm, dass das immer wieder angezeigt wird. So, Schnellsimulation. Wir haben gute Chancen, wir sind eigentlich gut drauf. Wir haben eine starke Mannschaft. Let's go. 3-1. Meine Güte, da haben wir doch mal gezeigt, was wir können. Und ja, perfekt. Dann sehen wir uns gleich zum Rückspiel. So, das Rückspiel im Civitas Metropolitano. Verdammte Axt, was habe ich denn da zurechtgegrummelt? Schnellsimulation. Wir haben eine gute Bilanz gehabt. 3-1 im Hinspiel. 2-2 im Rückspiel. Das reicht für uns. Wir sind weiter. Perfekt. Dann sehen wir uns gleich zum nächsten Spiel. So, es geht weiter gegen Manchester United und wir wollen natürlich in der Champions League weiterkommen. Keine Frage. Eigentlich, wir wollen den Henkelpot gewinnen. Also steht außer Frage. Ne? Deswegen gehen wir jetzt auch direkt hier rein und wir wollen gewinnen. Wir spielen unentschieden. Okay, dann sehen wir uns gleich zum Rückspiel. So, wir sind am Rückspiel. Halbfinale im Old Trafford. Das ist ja sowieso so ein Hexenkessel, wo man meistens immer verliert. Ne? Also wir wollen jetzt ins Finale einziehen, deswegen gehen wir in die Schnellsimulation und wir wollen den Sieg. Wir gewinnen 2-1, ganz stark, Dembélé im Doppelpack. Und damit stehen wir im Finale, ja. Dann würde ich sagen, sehen wir uns dann gleich wieder. So, wir sind angekommen. Es geht gegen Napoli, also sprich Neapel. Wir schauen uns mal die Mannschaft an, die Werte. Teamzentrale, genau. Dass das immer wieder angezeigt wird, das ist so nervig, dass man das Spiel zum ersten Mal spielt, ne? Unsere Topscorer ist bis jetzt Memphis Depay mit 25, also Memphis mit 25 Buden insgesamt. Danach haben wir Ronaldo, Leao, Goretzka. Ja, und Dembélé ist tatsächlich jetzt fürs Finale gesperrt. Es ist ärgerlich, aber gut, so ist das. Deswegen ist Fatih jetzt in der Startelf. Ich würde sagen, let's go. Weltklasse haben wir eingestellt. Wir spielen im Old Trafford. Dann würde ich sagen, sehen wir uns gleich beim Anstoß. So, Freunde, um den Henkelpot geht es. Und den wollen wir uns jetzt ergattern. So, da sieht man nochmal so die Werdegänge. Das können wir eigentlich auch überspringen. Jo. Und dann. Oh. Wie stellt man denn das aus? Wartet mal kurz. So, ich glaube, ich habe es geschafft, das auszustellen. Ja. Mit so einem Fail-Pass und dann mache ich auch noch die Lücke auf. Das ist doch das 1-0. Meine Güte. Genau, und jetzt der Pass auf Ronaldo. Der muss ihn. Er flankt ihn drüber auf Raphael. Nein! An den Pfosten, Leao. Davies. Davies mit dem Pass auf Bellingham. Nochmal rüber auf Ronaldo. Und der kann auch aus seiner Entfernung mal abziehen. Aber das war ja doch gefährlicher, als ich gedacht hätte, dieser Kullerball. Schlechter Pass, aber Fatih steht goldrichtig. Jetzt der Pass auf Goretzka, dann mach ihn doch. Nein! Jo, danke, pass auf mich. Ich wusste, dass er abpfeift. Jetzt versuche ich das nochmal umzustellen, bis gleich. So, Anstoß, aber es ist immer noch. Also, ich weiß nicht, was ich da umstellen soll. Ach doch, jetzt ist es unten wieder. So, schöne Reingabe, aber nein. Soria hat ihn. Kauft es euch bloß nicht. Ich schwör's euch, kauft es euch bloß nicht. Immerhin haben wir ein Tor gemacht. Ja, ja. Ja, Ronaldo. Mal
Maschine, ey. Drehung und Schuss. So, wie er hat ihn. Bucky kann das, der kann das auch mal außer Drehung. Ah, diese Finesse-Shots sind so lächerlich geworden. Noch eine Ecke. Leao. Und der ging drüber. Abpfiff, wir haben gewonnen. Ein Glück. Ah. Ich schwöre euch, das ist eine Qualm, das Gameplay teilweise. Und auch so, dass die Spieler sich nicht richtig entwickeln oder ihr Potenzial verlieren, das ist auch so lächerlich am Karrieremodus aktuell. Ja, also da muss sich, denke ich, mal definitiv was ändern. Aber ja, wir haben den Titel gewonnen. Die letzte SCG mit Schalke, jetzt haben wir es mit Dortmund gemacht. Wir schauen die Jungs auch bei Newman zu. Ich bedanke mich trotzdem fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und dann sage ich schon mal, bis dann, meine Freunde. Ciao, ciao.